Hallihallo und herzlichst willkommen zurück zu einer neuen Folge SimCity Städte der Zukunft mit dem Daniel zusammen. Hallole! Ja, das Chainsaw Gaming Team ist heute bei dieser Aufnahme ein bisschen geschrumpft zur letzten Aufnahme, denn der Sascha ist jetzt gerade abhanden gekommen. Nee, der ist jetzt einfach gerade weg. Richtung nach Hause gefahren. Er muss noch ein bisschen verlassen. Was erledigen, hat er gesagt. Er mag uns nicht mehr. Er hat uns so verlassen. Er hasst so, uns. Und richtig, ja. Ja, er hasst uns bestimmt abgrundtief. In der letzten Folge haben wir ja schon mitbekommen, ich brauche nur noch 200.000 Einwohner erreichen, dann sind wir hier die Metropole in der Region und wir stehen kurz davor. Ich hoffe, mit dem nächsten Stundenwechsel haben wir die 200.000. Ihr seht schon, 199.525. Und wir haben noch 5 Sekunden, so wie es aussieht. Minuten, das sind also Minuten, aber tatsächliche Sekunden hier. Na, und? Schauen wir doch mal. Und? Nee. Na, doch, 19, okay, 800. Also es läuft gut, ihr seht schon, es läuft echt gut. 200 Leute fehlen nur. Ja, jetzt sinken wir gleich um 1000 runter oder so. Oh, mir fällt schon wieder Ström. Also hier, da haben wir gut Zuwachs, in der oberen Einkommensschicht, in der mittleren. Also das mit den Steuern hat auf kurz oder lang doch was gebracht. Und wir haben ja hier bessere Bildung. Wobei trotz mehr Schulbussen immer noch nur 40 Sims hier irgendwie unterrichtet werden. Also ich habe keine Ahnung, was da das Problem ist. Dann sind wir ja hier Richtung Spielhalle gegangen. Ah, ihr seht schon, 500 am Tag, fast 600 macht ja schon Plus. Da könnten wir vielleicht sogar ein bisschen erweitern. Die wollen doch überall spielen, die Menschen. Was haben wir denn hier jetzt? Münzautomaten. Dann gehen wir doch hier mal Richtung Blackjack noch. Blackjack. Und was haben wir noch? Comedy Club oder Lounge? Was ist wohl besser? Comedy Club macht 14. Also ich habe bei mir nur die Münzautomaten und die Blackjack-Tische drin. Okay. Und ich bin jetzt bei, was habe ich? Also hier sagen sie halt, okay, weil hier sagen sie nur halt, bei Münzautomaten untere Einkommensschicht, dann hier Blackjack mittlere Einkommensschicht. Da wieder untere und mittlere, aber da gibt es dann 1440 bei dem Comedy Club. Achso, ja, weil da halt feste Vorführzeiten wahrscheinlich sind. Ja, hauen wir den doch einfach mal noch mit hin. Und dann können wir nachher noch eine Lounge vielleicht reinhauen. Da überlagern wir natürlich. Ach so, das kann man auch dezentral. Ich kann, also in der Nähe kann ich das aufbauen. Das ist auch, ja, das ist gut. Vielleicht können wir hier einfach noch Zimmer drauf bauen, dass wir noch ein paar Touristen mit reinholen können. Schöne Zimmer. Oder miese Zimmer. Was nehmen wir? Schöne Zimmer können wir doch hier oben mit drauf bauen. Ich will schon nach gescheiten Zimmern gucken gleich. Ja, schöne Zimmer, die können wir nämlich oben drauf bauen. Wie so. Meisterhaus kann ich jetzt bauen? Casino-Leuchtschild, 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 welches nehmen wir denn? Angelockte Touristen unteren, 360, da gibt es Unterschiede, oder? Nee. Ich habe 3 mögliche Casino-Schilder, die alle gleich kosten, auch in der Stunde gleich viel kosten und alle wohl gleich viel Leute anlocken, also ich weiß auch nicht. Dann nehme ich einfach das, was mir am besten gefällt. So. Chaka. Ich will jetzt hier mal noch vorsorglich noch mal gleich ein großes Polizeirevier hinstellen. Jo. Oh, 2500. Krass. Gell? Wahnsinn. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das Teil so viel Umsatz in so kurzer Zeit macht. 2500 am Tag. Also ich bin jetzt bei knapp 30.000. Echt? Pro Tag. Ja. Nur eine Spielhalle? Mhm. Hart. Wo sehe ich denn hier Touristen? Pro Tag. Okay. Vergiss es nicht, pro Tag. Ja schon, aber irgendwie... Brennt da mein Zeichen, oder was? Irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen, weil ich bin gleich hier voll mit Besuchern. Also Touristen sind hier 210 von 225. Tja. Ja. So, ich baue jetzt hier mal... Ah! 220. Ich hab's geschafft. Yay! Und was heißt das jetzt? So effektiv? Ja, dass ich jetzt die 200.000 erreicht habe. Aber lustigerweise sehe ich gerade im Auftrag 292.640. Wollen die mich verarschen? Vorher hieß es doch 200.000. Wie viel sorgen sie dafür, dass die Zahl der Einwohner bei 292.640 liegt? Und dann kriege ich 200.000 Belohnung. Na super.
Nein, ich baue jetzt erstmal keinen Megaturm. Ich habe irgendwie ein Problem im Verkehr. Sehe ich gerade. Und Daniel, da gibt's doch was von Radiofarm. Ja, ja, wenn ihr vorhin so die perversen Sprüche gebracht habt, dann darf ich das jetzt auch mal. Nein, darfst du nicht. Alter, das ist ja scheiße teuer. Scheiße teuer. Ich glaube, ich werde jetzt noch eine weitere Omega-Fabrik dazu bauen. Und ich hoffe, dass die dann trotz allem beliefert wird noch mit genug Omega. Weil da habe ich so ein bisschen Angst davor, dass es schief geht. Oh Mann, hey, das ist ja scheiße teuer. Das ist schweinesteuer, das geht die ganzen Straßen wieder weg. Ja, das ist wirklich teuer. Das ist hier noch. Das Stückchen noch. Und dann baue ich das hier oben hin. Ja, da oben. Dann habe ich nämlich hier gleich, dann zieht nämlich alles schön da nach rechts. Das ist doch gut. Ich will nur noch darauf warten, dass ich 30.000 habe. Und wie sieht es bei dir gerade so aus? Ja, ich bin gerade dabei, Schweinegeld dafür auszugeben, dass meine Straßenbahn tauglich war, damit ich da jetzt irgendwie Straßenbahndepots hinkriege, weil ich absolut Probleme hatte gerade mit dem Straßenverkehr. Wie aufpasst. Schön. Gell, toll. Ja. Ja, Prozilei habe ich jetzt, was wollte ich noch machen? Genau, ich muss nachher eine weitere Spielhalle bauen. Feuerwehr könnte ich mir auch noch selber eine kaufen, wenn ich das so sehe. Jetzt muss ich mal wieder warten, bis ich wieder Kohle kriege. Was macht die hier noch? Nein, okay, das wird nicht mehr. 29.552. Mal gucken, was wir da noch machen können, damit wir da noch mehr Geld verdienen, was mit der jetzt von mir. Also läuft bei dir. Ein totales Chaos, aber ja. 15.000 Leute, ja, mach mal. Fehlen ja bloß noch 875 Leute. Manchkala. Habe ich inzwischen echt Besucher? Nö, immer noch keine. Ich könnte ja mal noch einen Bahnhof bauen. Ja, das wäre ganz gut, weil dann könntest du dich Richtung mir austauschen quasi. Richtung dir? Nein, ich will ja kein Omega. Wir sterben. Rohöllwerke. Nein, danke. Ich habe echt voll wenig Parks, fällt mir gerade auf. Ich habe zwei. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 gerade. Das ist ziemlich wenig. Stellen Sie einen Bahnhof für den Personenverkehr auf. Gut, das war. Wo war das? Hier. Hier. Jo. Shuttlebus. Ja, es werden immer mehr Einwohner bei mir. Okay. Juhu, juhu. Ach, da war es Straßenbahn. Okay. Straßenbahndepot. Denn hier sind die Steuern immer noch zu hoch für die obere Einkommensschicht. Nee, das lassen wir jetzt mal. Es wächst zwar langsam, also ich will gar nicht so einen schnellen Wachstum haben. Also irgendwie habe ich jetzt gerade obere Einkommensschicht technisch recht wenig Wohnungen. Also irgendwie sind meine Türme gerade dicht. Ich glaube, ich muss da mal noch einen Turm erweitern. Ein Turm. Ein Turm. Ein Turm. Ein Turm, okay, dann mach das. Zu wenig Simoleons. Okay, ich muss noch ein wenig warten. Was gibt's denn hier noch? Apartment, Marketing, so, Büro, Bildungsetage. Eine Bildungsetage. Die jungen Sims lassen sich nicht nur im Megaturm ausbilden, sie können auch in der restlichen Stadt und sogar in Nachbarstädten zur Schule gehen. Gut ausgebildete Sims betreiben Recycling, verursachen weniger Umweltschutz. Das ist ja gut. Das ist ja echt geil. Sicherheits... die benötigte Parketage. Macht die Parketage vielleicht auch bessere Luft in der oberen Luftschicht? Du meinst abgastechnisch? Ja. Kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Nee, sieht nicht so aus. Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Theoretisch, ich hoffe mal, dass man einzelne Etagen abreißen kann, weil dann könnte ich hier... Ich habe ja genug Strom. Also von oben nach unten kannst du abreißen, ja? Wie denn? Ja, halt, abreißen. Irgendwie. Ah. Weil dann würde ich jetzt hier nämlich die Solarkacke hier abreißen. Chuck, hoffentlich habe ich dann noch genug Strom. Uah! Nein, das ist aber schlecht. Ernsthaft? Ja, jetzt bin ich gerade im Minus. Schnell was bauen. Ein Reaktor. 1400. Wack. Okay, dann schnell Kredit aufnehmen. Anders komme ich jetzt hier nämlich nicht mehr raus. Ich darf nämlich keinen Strom verlieren, sonst haben wir nämlich echt fettes Problem. Tja. So, der braucht 1250 ControlNet. Wir haben ControlNet.
4000 im Überschuss. Okay, perfekt. Das heißt, er wird direkt versorgt. Wir haben wieder 200 Megawatt im Zuschuss und wir haben wieder 160 Megawatt im Überschuss. Gut, perfekt. Weil ich wollte eigentlich hier oben drauf eine Dachreinigungs-Dings, sagen wir es, Luftreinigungs- Etage machen. Ja, aber kacke. Die kostet 100.000. Und ich muss die erst erforschen. Hä? Luftreiniger Dachetage Modell 2. Warum kann ich das Modell 1 nicht bauen? Was ist da der Unterschied? Vielleicht eine verbesserte. Hier gibt's gar keine. Doch, Dachetage, Moment. Elite-Tourismus-Dachetage, Luftreinigungs-Dachetage. Was bringt denn die Spielzentrale? Modell 6. Glanz und Glamour. Reihen Sie mit Ihren Casinos Massen auf den Mund und achten Sie dabei auf kriminelle Machenschaften. Nutzen Sie den Erfolg Ihres Casinos, erweitern Sie das Spielunterhaltungsangebot sowie die Zahl der Unterkünfte. Ja, schön. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder genug Strom. Ich habe schon wieder ein abartiges Verkehrsaufkommen hier auf der Straße. Ja klar, ist auch die einzige Straße, die Verbindung hat nach der bei dir. Klar, muss ja alles über die Straße, bin ich ein Schwachkopf. Dass wir eine Straße da runterziehen, damit wir das Ganze vielleicht ein bisschen entlasten können. Das braucht dann auch Control, nicht die Dachreinigungsetage. Alter, wenn wir 34.000 Öcken da eine ausgeben. Ja, aber schon kannst du zugucken, wie sich's entspannt, der Verkehr. 1200 die Stunde. Okay, also ich habe übrigens keinen Unterschied bei der Stromproduktion jetzt, weil... Wie, kein Unterschied? Pass auf, dieser Fusionsreaktor, den ich jetzt da dazu gebaut habe, der macht 200 Megawatt, kostet 1250, warte mal. Ne, kostet 1400 in der Stunde, okay, scheiße. Und so eine Dachetage... Kostet 1200, was war das andere? 1400 habe ich gesagt, gell? Ich meine ja. Ja. Und die erzeugt 240 Megawatt. Also wäre so eine Solardachetage schon besser. Besser. Und kostet, also erzeugt mehr Strom und kostet weniger, aber ja, ich brauche echt hier eine Luftreinigung, weil sonst habe ich bald ein Problem. Ich weiß gar nicht, wie es bei mir aussieht mit der Luftverschmutzung, aber da gucke ich jetzt mal noch gar nicht danach. Ja, das sind zum einen furchtbare Grundstückspreise, sagen sie, aber zum anderen, ich glaube, die Luftverschmutzung ist einfach zu krass. Das ist eine Luftverschmutzung, das... Ach ja, dieses komische Biohazard-Zeichen. Das sind die Keime, gell? Ja, Keime. Ja, ich habe hier halt Bodenverschmutzung im Industriegebiet und am Straßenbahndepot ansonsten. Bodenverschmutzung? Bodenverschmutzung. Ui, ja. Warum macht das Straßenbahndepot mehr braun. Dreck wie die Industrie? Ja, weil du unsaubere Bahnen hast, keine Ahnung. Anscheinend. Ah, Unterricht für 150 Sims. Endlich ist meine Grundschule voll. Wie viele Leute hast du bei dir drin? 150. Nein, ich meine an der Stadt. 200.516 Leute. Na, ich habe jetzt hier knapp 20.000 und ich habe schon 550 Sims bei mir in der Schule. Okay. Und ja, also ich bin jetzt voll von der Schule gerade gewesen. Ja, ja. Jetzt habe ich gerade erst, ich muss die Klassenräume jetzt erweitern, weißt du? Deswegen. Jetzt passen 350 rein. Kann ich ja immer bloß um 200 erweitern. Und mit dem nächsten Schritt kann ich dann, ja. Kann ich dann nochmal. Ich glaube, bevor ich mir jetzt eine Hochschule kaufe, kaufe ich mir ein Krankenhaus. Das ist zwar Schweine teuer, das kostet 1700 pro Stunde, aber... 1700? Mhm. Hui. Ah, sagt er hier auch schon Klassenzimmer voll. Ja, das, ich hab's noch vorher gemerkt. Oder es hat's schon vorher angezeigt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Muss noch kurz warten, bis ich da eine die Kohle hab. Wie sieht's halt bei mir mit der Kohle aus? Hab ich Betrüger? Nö, immer noch keine Betrüger. Ah, jetzt muss ich den Kredit wieder tilgen, das kotzt mich schon ein bisschen an. Ich war eigentlich gerade echt schuldenfrei. Ja, ich hab keine Schulden. Ja, jetzt muss ich halt wieder warten. So langsame Omega-Lieferung. Ich brauche mehr Omega. Das war dieses Zukunftsgedöns, gell? Und mein Verkehr ist... ja. Übel. Tja. Ja, ich wüsste nicht, wie ich es noch besser ausbauen kann, ohne jetzt wieder direkt Kohle rauszuschleudern. Ich habe hier noch Kohle für ein Krankenhaus.
große Probleme im Gesundheitssystem, gehe ich sterben. Ja, bei mir sieht's gut aus. Also, ja, hier. Ist ja nicht so, dass ich gerade ein Krankenhaus hingestellt habe oder so, ne? Null Tote pro Tag, null Verbrecher oder hier, dann, ja. Müll, ja. Wobei hier pro Tag versorgte Sims 110 von 128 wird jetzt auch langsam knapp. Da könnte sein, dass wir langsam erweitern müssen. Machen wir denn mein großes Krankenhaus da? Eine Spielhalle macht gerade knappe 33.000 Gewinn und die andere auch schon fast 6. Okay. Also läuft. Ich glaube, die bauen jetzt noch. Oh nein. Ich habe Einwohner verloren. Ist unter 2. Nee, nee, das nicht, aber ich habe, glaube ich, gerade ein paar Einwohner verloren. Warum denn? Steuern für obere Einkommensschicht zu hoch. Also gut, dann gehen wir da halt nochmal runter. Auch wenn ich gerade dabei blute. Ja, blute los. Ich will, dass du leidest. Jetzt sagt der mangelnde Arbeiter. Manchen Gebäuden stehen nicht genug Mitarbeiter zur Verfügung. Ständig sind die am Nörgeln. Und das Wasser. Wasservorräte gehen zur Neige? Hm, haben wir doch noch. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, diese Aussage. Wir haben doch noch genug. Ich glaube, ich stelle jetzt hier erst einmal wieder. Ah, Zimmer hin. Okay, hier. Einmal günstige und einmal schöne Zimmer. So. Das dürfte vielleicht schon den gewünschten Effekt haben, dass der. Ah, oh, mein Chitron gibt wieder auf. Kannst du was von mir kaufen, wenn du möchtest? Kann ich nicht. Warum nicht? Ich habe keine Straßenverbindung zu dir, Mausi. Immer noch. Du, wenn ich einen Flughafen hab, dann. Genau, dann. Schick mal den Strom halt mit Batterien per Flugzeug. Ja, warum nicht? Schon klar, ne? Ah, so ein Flughafen hätte ich halt schon gern. 85.000. Ja, da muss ich meine halbe Stadt planieren, dass ich da dann wieder was. Gut, ich könnte ja theoretisch hier das Öl angraben und direkt daneben ein Ölkraftwerk stellen. Wäre eine Möglichkeit, ja. Würde ich mir meine Luft total zerstören. Hm. Puh, was mache ich denn jetzt? Mitarbeiter. Oder ich kaufe obere Einkommensschicht. Die sind doch hier voll, oder? Strom, kaufen, ja, Strom. Wo ist Strom? Da ist er. Das da. Baubeginn. So. Jetzt kaufen wir halt Strom von Krötenfriedhof. Luftreinigungsdachetage. Was gibt's denn nicht? Sind die so unglücklich wegen dem. Die Keime machen einen krank. Es gibt tolle Läden. Aber die hier sind voll. Boah, wir brauchen mehr Käufer. Wie viel Sympathierate hast du? Wo sieht man das? Auf den Smiley klicken, unten. Also ich habe eine Etage, die echt Probleme hat mit Keimen, sehe ich gerade. Der Rest eigentlich gar nicht. Hm. Smiley, Sympathierate, ja. 74, ich habe 71. Ach da, 74, okay. Lowtech, Steuern zu hoch, wir wollen abnehmen. Ah, stimmt, da konnten wir das nachgucken, das habe ich die ganze Zeit schon gesucht. Was? Ja, wo man das nachgucken kann, warum die Leute gehen. Ah, sag das doch. Heben Sie bitte Grundstückspreise an. Oh nein, wir sind alle krank. Schlimm, dass die Kinder nicht zur Schule kommen. Ihr geht viele Keime. Hey, da müsste ich eigentlich theoretisch jetzt schon so weit sein, dass ich das Ding kaufe. Ja, ich kann mir eine Spielzentrale kaufen. Yeah, yo. Echt, hast du so viel Kohle? Mit dem. Oh ja, 14.000 mache ich hier auch schon, krass. Ja, ich mache hier 32.754 und der Handel 12.308. Das ist aber schon krass, dass die Spielhalle jetzt so viele Leute anlockt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Da lohnt sich ja fast nochmal eine zu bauen. Was die Spielzentrale kann? Oh, Spielzentrale Level 1. Ja, wobei die jetzt hier nicht voll ausgelastet ist, die Spielhalle bei mir. So 86 Touristen von 225. Ja, ich habe hier 175 von 225. Okay. Und Gäste 45 von 90. Kein Arzt mehr, wir brauchen Arzt. Oh, oh, oh. Also du kannst jetzt auch eine Spielzentrale bauen, wenn du willst. Ich habe die Genehmigung weitergegeben. Okay. Ich habe zu wenig Arzt. Die werden nicht mehr versorgt hier mit Arzt. Warum? Da ist kein Arzt. Ja, wie kann ich diese... Da ist kein Arzt. 100.000 mit Glücksspiel machen. Heißt auf gut Deutsch, ich muss hier noch wieder... Oh, oh. Was dazu? Okay. Comedy Club.
Ja, Comedy Club und Lounge habe ich noch nicht. Kommt noch hinzu. Ah, das ist ja cool. Der Mittlere. Weltmarkt Helikopter kommt alle 30 75, Minuten vorbei. 71. Die sind Komm. alle absolut identisch, die Casino-Leutschilder, gell? Bitte was? Die Casino-Leutschilder sind alle absolut identisch. Kann sein, keine Ahnung. Erzielen Sie mit Casinos insgesamt 200.000 Simoleons an Einkünften? Ja, ich habe Erfolg. Achievement unlocked. Ja. Uff. Bei mir ist Wasser gelb. Okay, wir brauchen mehr Wasser. Einmal guckst du nicht hin und dann laufen die hier Amok. Dann Furchtbare Abwasser. Grundstückspreise, was haben denn die? Furchtbare Grundstückspreise. Wie hebe ich die denn? Boah, oder sind die zu hoch? Meinen die dann, dass sie zu hoch sind, oder? Ich glaube, hoch genug können sie, glaube ich, gar nicht sein. Ich dachte, die freuen sich aber, wenn sie hoch sind. Wo gibt's denn die Grundstückspreiskarte? Gebäudedichte, Gewerbe, Industrie, Grundstückspreiskarte. Das ist So. ja die mit dem Dollarzeichen. Oh, ich habe ein verlassenes Gebäude. Der zeigt aber auch an, wie viel Omega sogar in der Stunde rumgeht. Ehrlich? Cool. Ja, aber das sieht gut aus bei mir. Megaturm Einnahmen 0 groß schon, okay. Franchise 28. Ich glaube, ich stelle mich jetzt hier gleich nochmal in ein Casino hin. Was macht nicht mehr Verbrechensrate? Ich glaube, ich weiß, warum Null. die Grundstückspreise so kacke sind, weil eben Warum? die Omega-Fabriken daneben stehen und das Industriegebiet. Das ist gut möglich. Soll mir Ja, hier da kann ich aber mal. auch nichts ändern, mein Junge, Schick mir hier mal noch ein paar Polizeibilder. ne? Ach, die Ja. meckern immer entweder Keime oder Grundstückspreise. Scheiß mittlere Einkommensschicht. Ja, einer müsste mal reichen. Lage voll. Na. Nein! Funktioniert nicht so jetzt. Oh. Ein Sci-Fi-Casino. Wir brauchen mehr Mobius. Drohnen. Wir brauchen immer noch eine Mobius. weitere Omega-Produktion. Weil das Omega kommt einfach zu langsam an. Bei mir. Weißt du, wie lang so eine Etage braucht zum Bauen? Wenn du mal auf Normalgeschwindigkeit spielst, ist echt krass. Ja. So, ich spare jetzt. Da steht zufällig gerade 120 Öcken locker. Nein, nicht. Geld ist immer Mangelware. 120.000 meine ich. Immer Mangelware. Außerdem muss ich mal wieder einen Kredit abzahlen. Weil ich glaube, das hier könnte Jetzt habe ich Problems. mir Kohle bringen. Eventuell. Müssen wir mal überlegen. Aber ich glaube, ich baue mir jetzt erst einmal noch eine Ecke Oh, mit. es geht Was? jetzt ab. Verbindung zu den SimCity-Server nicht möglich. Bitte erneut versuchen. Geil! Ich schalte mal schnell auf dich. Ah, ja, natürlich, mach das. wo war ich gerade? Ach ja, ich wollte mir ja so ein Sci-Fi-Casino herstellen. Ich bin gerade noch am Überlegen. Soll ich mir eine obere Einkommensschicht auch noch anlachen oder wie mache ich das? Weil ich habe. Oh, ich habe noch Nachfrage. Mittlere Einkommensschichten, ganzen Haufen, ist mir gar nicht aufgefallen, hab alle. Oder das ist schon mein. Ja, das ist meine obere Nach. Ach Mann, oh. Die wollen immer die obere Einkommensschicht, die Wichse. Ja. Aha, dann muss ich doch noch erweitern. Ja, dann machen wir halt. Jetzt sind noch mal Ecken dran. Mach mal was da ganz rüber. Nee, man muss mal noch so. 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 Ich komme gerade nicht mehr rein. Ist aber schlecht. Hoffentlich ist da jetzt mein Fortschritt nicht, Fortschritt, Deine genau. Fortschrift? Mein Fortschritt nicht weg. So. Da Da hätte ich haben dann jetzt echt einen Hals. wir. Oh, Scheiße, die
Ah, okay, der geht. Ich dachte gerade, da eine 480 pro Stunde miese. Bloß wegen so einem scheiß Park. Aber der hat halt eine echt Mordsspannweite. Was haben die? Ja, gut, für den Bereich müsste es schon reichen. Du baust erst einen Park, bevor du Wohnhäuser hinbaust. Ja. Okay. Aus einem ganz einfachen Grund, weil du musst ja nachher keine Wohnhäuser mehr abreißen. Ich mag es nicht, Leute auf die Straße zu setzen. Oh. 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 Fick dich. Ja, sieh an, einmal Neustart von SimCity und ich glaube, jetzt verbindet er wieder. Das ist echt komisch, das hatte ich vorher ja schon. Ja. Ja, das hast du. Also weh, da ist jetzt irgendwie was weg. Fortschrittstechnisch. Kotzig. Ach, scheiß drauf, ich behalte den, hatte ich. Nein, den hatte ich nicht, den hatte ich. Ich baue mir hier und hier noch einen hin. Dann habe ich einen größeren Bereich mit oberen Einkommensschicht. Aber, mir fällt gerade auf, wir haben schon wieder gnadenlos überzogen, Dani. Wie weit sind wir schon wieder? 26 Minuten. Oh! Ja. Ja, gut, dann. Ja, ich sollte, glaube ich, die Leute entlassen bis zur nächsten Folge. Oh Mann. Macht's gut. Schon wieder knallhart, weißt du? Nicht bemerkt. Es geht so schnell. Keine Ahnung. Hammerhart. Hammerhart, ne? Harte Hammer. Also gut. Macht's gut. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Und ich hoffe, ihr schaut auch morgen wieder rein. Nicht bei diesem Video, da kommt dann schätzungsweise was anderes. Wir haben da ja einen ziemlich lustigen Mix beieinander, ja. So komplett unkontrolliert und... Ja, lasst uns doch ein Abo da und ein Like oder beides und, keine Ahnung, Kommentar noch mit, wäre geil. Einfach ein bisschen eure Meinung teilen, damit wir wissen, wie wir so... Wie scheiße wir sind. Richtig. Also, nochmal vielen Dank und macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.